Laudate Dominum, lobe den Herrn. Und damit ist schon ein Wunsch eines unserer heutigen Besucher erfüllt worden. Das war von Mozart, das haben Sie gehört. Mozart und mehr, das ist so das Motto für heute Abend. Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Ich freue mich, dass Jung und Alt gekommen sind zu diesem besonderen Orgelkonzert. Wann ist das das letzte Mal gewesen, dass wir überhaupt ein Konzert hier erleben konnten? Endlich ist es soweit, am Samstagabend, auch als Ersatz für den morgigen Sonntagsgottesdienst, der ja nicht stattfinden wird. Ich begrüße sehr herzlich unseren Orgelmann, wie er sich bescheiden nennt. In Wirklichkeit ist er ein Orgelmeister, Christoph Brückner aus Limesheim. Der war heute schon tätig. Er ist im Bistum Mainz und auch im Bistum Fulda tätig und immer und überall, hätte ich beinahe gesagt, und trotz Klavierstunde und Trauung, die er heute Nachmittag gehabt hat, rechtzeitig da gewesen. Wie schön. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Wir freuen uns sehr. Weil es um Mozart geht, habe ich noch was über Mozart mitgebracht. Und zwar folgendes. Hubertus Mosbacher, zu Hause im wunderschönen Bayern, möchte seiner musikinteressierten Frau zur goldenen Hochzeit eine besondere Freude machen und bestellt zum festlichen Gottesdienst bei seinem Kirchenchor, es könnte auch der Organist gewesen sein, eine Mozartmesse. Der Chorleiter respektive der Organist fragt ihn, A-Moll oder C-Moll? Und Mosbacher antwortet, ha, A-Moll reicht, 10-Moll wäre doch ein bisschen viel in einer Messe. Also, Sie brauchen keine Sorge zu haben, die Stücke, die heute Abend musiziert werden, werden nur einmal jeweils gespielt. Es gab so viele reichlich Vorschläge von Jungen, das hat mich besonders gefreut, und auch von älteren Besuchern heute Abend, die wir nach Möglichkeit ja auch erfüllen wollen. Das wäre dann mit 10-mal ein bisschen viel. Also freuen Sie sich jetzt auf weiterhin Mozartliches zunächst und Christoph Brückner wird das dann gegebenenfalls auch ansagen. Sie dürfen aber auch mitraten, weil er immer wieder auch in seinen Mozart und überhaupt in den Stücken, die er spielt, andere Stücke mitverarbeitet. Das ist so seine Spezialität. Sie werden es merken. Freuen Sie sich auf eine schöne Orgelstunde heute Abend. Thank you.
der Suche nach Aussagen über Wolfgang Amadeus Mozart bin ich bei dem berühmten Geiger Yehudi Menuhin fündig geworden. Er sagt über Mozart Folgendes: Mozart kennt nichts Gekünsteltes, Aufgesetztes. Sinn für Humor, eine derbe Ausgelassenheit, wie sie sich in seinen Briefen verrät. Das Verhalten eines gesunden Normalsterblichen. Alles mehr als ausreichend, um ein intensives Schaffen von höchster, ausdrucksmächtigster menschlicher Bedeutung zu begünstigen. Mein großer Lehrer Enesco pflegte zu sagen, Mozart sei ein Weingarten am Abhang eines Vulkans. Ein Weingarten am Abhang eines Vulkans. Kein Ton, keine Geste, keine Silbe in seiner Musik, alles gleichbedeutend, die nicht vollendet gebracht werden muss. Aber in diesen Tönen, Gesten und Silben liegen wie bei Shakespeare die gesamte menschliche Tragödie und Komödie, Leidenschaft und Verzweiflung, doch so gefasst, dass die Form, die Eleganz, wie sie die Zeit verlangte, niemals durchbrochen werden. Yehudi Menuhin. Und jetzt muss ich den Künstler selber fragen. Ja, nein, ich weiß es. Jetzt singen wir. Mozart war ein grenzenlos liebevoller und begeisterter Künstler. Und das Lied Grenzenlos übt im Moment gerade der Kirchenchor von Langenschwarz ein bisschen ein, steht in dem EG Plus Beiheft zum Gesangbuch. Wenn Sie das mal aufschlagen, dann lassen Sie uns nach einem Vorspielen, einer Einstimmung, dann Strophe 1, 2 und 4 singen. Grenzenlos ist deine Liebe. Das könnte man auch über Mozarts Leben schreiben. Das ist vielleicht den meisten noch nicht so sehr bekannt, aber wir kriegen das hin. Denke ich, einige kennen es. Das ist von Peter Hamburger, dem Kasseler Popularmusiker, von der Melodie her. Und Hans-Jürgen Netz hat den Text, glaube ich, geschrieben. Steht ja auch drunter. 122 im EG Plus, in dem Lilla Büchlein 1, 2 und 4.
von Mozart zu mehr. Das reicht bis hin zu Queen, also sagen wir Freddie Mercury und einem Song von ihm. Das kommt dann vielleicht später. Freuen Sie sich jetzt auf Stücke, die sich jung, also unter anderem Konfirmandinnen, gewünscht haben und andere unter Ihnen. Und erraten Sie, was er dazwischen noch mit verbindet mit diesen Stücken. Freuen Sie sich auf weitere modernere Lieder.
Sonst gab es ja immer, erkennen Sie die Melodie bei den Konzerten von Christoph Brückner. Wer hat es denn erkannt? Ich bin sicher, dass es einige erkannt haben. Was hat er zuletzt gespielt? Von 1984, von Herbert. Genau, ja. Wann ist ein Mann ein Mann? Mal eine Lanze brechen für die Männer. Letzte Strophe. Männer kriegen keine Kinder, Männer kriegen dünnes Haar. Männer sind auch Menschen. Männer sind etwas sonderbar. Oh, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. So wie ihr. Ja, und das andere vorher haben sie auch erkannt? Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Prima, geht doch. Weiteres? Gut. Thank you.
mit einem Beatles-Song verknüpft. Wohl denen, die da wandeln. Und wie heißt der Song, mit dem er das verknüpft hat? Eine bekannte Melodie kennt jeder wahrscheinlich, vielleicht die Jüngeren nicht so sehr. The Beatles, Penny Lane. Jetzt könnte ich fragen, was hat ein Feuerwehrmann, ein Banker und eine Krankenschwester gemeinsam? Die gehen alle in Penny Lane. Das ist keine Frau, das dachte ich immer. Sondern es ist eine Straße in Liverpool, in der Harrison und Lennon wahrscheinlich spazieren gegangen sind und wo es einen Friseursalon gibt. Und da treffen sich all diese Leute, der Feuerwehrmann, die Krankenschwester und der Banker. Und dann schütten sie da ihr Herz aus. Also das hat wahrscheinlich einen sehr biografischen Hintergrund für John Lennon und Co. Und wir haben das auch, ich habe das mir gewünscht für heute, weil mir die Melodie so eingängig ist und wir einen Freund haben, der zwischen Liverpool und Manchester wohnt und der das dann vielleicht auch zu hören kriegt über den Kanal. Ja, Penny Lane, das ist diese wunderschöne Melodie mit wohl denen, die da wandeln, verbunden. Das war's. Jetzt bin ich aufs Nächste gespannt. Kommt noch was, ne? Vor dem Zwischentext, alles klar? Und auch damit wurde wieder ein Wunsch eines Konzertbesuchers erfüllt. Er weiß es, Herr Gutperl, ne? Plaisir d'amour von Martini, genau, oder Martini, wie auch immer er sich ausspricht. Franzose, ja, ein schönes Liebeslied. Und die Verbindung mit einem neueren Lied, das sich auch im Gesangbuch findet, haben Sie auch erkannt, ne? Kirchenchorsänger. Keiner? Genau, ich lobe meinen Gott. Genau, die beiden. Und weiterhin noch etwas oder jetzt was zum Lesen zwischendurch? Okay, dann lese ich mal was zwischendurch. Das war ja irgendwie drollig. Vorhin hat er das Trompetenregister versucht, ja, wie soll ich sagen, zu aktivieren und hat er gesagt, irgendwas stimmt da nicht, das muss ich weglassen. Obwohl am Montag der Orgelbauer da war und die Orgel gereinigt hat, die Pfeifen gestimmt hat. So ist das, wie wenn man beim TÜV war, ne? Man kommt nach Hause und... Bitte? Okay. Ah. Da ist er, der Heuler. Also, da muss er noch mal ran, der Herr Hoffmann mit zwei F aus Ostheim.
Dazu passt folgende kleine Geschichte, ein ungewöhnliches Register überschrieben. Herr N. ist gebeten worden, Domkantor Petersen morgens im Gottesdienst zu vertreten. Er sitzt am Vorabend an der Orgel. Hinter ihm gähnt dunkel und still der riesige leere Kirchenraum des Domes. Herr N. ist dabei, einige Registrierungen auszuprobieren. Mit einem Mal fährt ihm der Schreck in die Glieder. Nein, er hat sich nicht verhört. In der Orgel lacht es. Ängstlich steigt er in das Innere der Ladegastorgel, die so groß ist wie ein Haus. Er sieht nach, wer in der Orgel gelacht hat, kann aber niemand finden. Die Orgelbauer der Firma Schuke haben nämlich bei der Restaurierung in der Orgel einen Lachsack installiert, der mit einem Registerzug und einer Mechanik original nach Ladegast ausgelöst wird. Eine Orgel, die lachen kann, stellt wohl in der Geschichte der Orgelbaukunst eine Einmaligkeit dar. Trotzdem verzichten wir jetzt lieber auf das schräge Register und freuen uns an den nächsten Stücken.
Was hat er denn jetzt verbunden miteinander? Ja, Mia weiß das natürlich, das hat sie sich gewünscht, ne? Don't stop me now, halt mich nicht auf, ne? Wenn ich Freude am Leben haben will. Freddie Mercury, Queen, auf der Königin der Instrumente. Das war dein Wunsch. Und der Choral am Anfang? Mein schönstes Zier und Kleinod bist auf Erden, du Herr Jesu Christ, genau. Ja, immer wieder genial, wie er da die Brücke schafft, der Brückner, wunderbar. Noch was? Also ich weiß, er hat mir ja geschrieben, es sind so viele Wünsche eingegangen, unter anderem von mir, weil ich dachte, nachher kommt keiner, äußert keiner einen Wunsch, stimmt aber gar nicht, habe ich ganz schön falsch gelegen. Darum nenne ich gleich ein paar. Ich habe dann gesagt, nimm ein paar weg von mir, damit andere noch die Gelegenheit haben. Sie haben sie genutzt. Aber es wird nicht alles jetzt, jeder Wunsch erfüllt werden können. Das geht gar nicht. Also da muss er dann irgendwann wiederkommen. Haben Sie noch was auf Lager oder? Okay. Abide with me. Das ist 488 im Gesangbuch. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das ist in England, in Großbritannien, muss man ja sagen, sowas wie die heimliche Nationalhymne. Herr Schmier hat mir das neulich mal gesagt. Herr Gerd Schmier, der wusste das. Bei Olympiaden oder Sportevents, großen Sportevents, wird dieses Lied Abide with me gespielt. Herr, bleibe bei uns oder bleib bei mir, Herr, so heißt es genau. Das ist ein durch ganz England hindurch und weltweit berühmtes Lied aus dem 19. Jahrhundert. Wunderbarer Text und eine schöne Melodie, finde ich, immer wieder zum Ausklang an Abendgottesdiensten oder Abendandachten geeignet. Singen wir davon am Vorspiel mal eins. Moment. 1, 3 und 4. Genau. 1, 3 und 4. 3 Strophen machen sich immer gut. Bleib bei mir, Herr, der Abend bricht herein.
Ja, herzlichen Dank an den Tausendsassa, den Pontifex Musicus. Ich habe ihn heute mal geadelt, den musikalischen Brückenbauer. Das heißt das ja auf gut Deutsch. Zwischen allen möglichen Unterschieden, die es so zwischen Menschen gibt, zwischen Musikstilen, da ist er wirklich ein echter Brückenbauer, auch zwischen katholisch, evangelisch und allen möglichen anderen Konfessionen, Herkünften, Altersgruppen, finde ich immer wieder bewundernswert. Vielen Dank, lieber Christoph Brückner, für dieses schöne Orgelkonzert. Endlich wieder Musik und Erfüllung von Wünschen, wenn auch nicht allen Wünschen, also er muss wiederkommen. Irgendwann, wir hatten ja noch einiges auf dem Plan, also beispielsweise, ich glaube, die letzte Rose von Flotho, ABBA, die sind jetzt wieder neu aufgetreten, habe ich gelesen, ne? Haben sich wieder neu formiert. Ja, meine Güte, dass es die überhaupt noch gibt, den Entertainer oder den Man in the Mirror von Michael Jackson, hatte ich mir gewünscht. Auch aus einem ganz bestimmten Hintergrund. Wir haben ja ein Benefizkonzert, wie Sie gelesen haben werden, also ein Wohltätigkeitskonzert für die Flutopfer. Wer denkt, das ist jetzt rum, der irrt sich gewaltig. Die werden ja noch viele Jahre die Menschen dort in den betroffenen Flutgebieten damit zu tun haben. Und wir wollen ganz konkret heute Abend, und darum bitte ich Sie sehr herzlich, den Flutopfern dort helfen. Und jetzt hat sich durch Zufall auch eine gute Gelegenheit direkt hier vor Ort ergeben, um Menschen ganz konkret und ganz direkt zu helfen. Im Gespräch mit Andrea Appel, meiner Stellvertreterin im Kirchenvorstand, und aufgrund einer Initiative, die hier im Kibitzgrund, speziell in Hechelmannskirchen, durch unseren Pächter Michael Merz und seine Frau geknüpft worden ist, durch Beziehungen ins Ahrtal, haben wir die Möglichkeit, die Spenden dort direkt anzubringen. Dort soll, also ich will es noch ganz kurz sagen, ein Zelt aufgebaut werden. Dann werden Gerätschaften, Gummistiefel und anderes, was benötigt wird für die Menschen dort, um sich selber zu helfen und helfen zu lassen, werden dort Gerätschaften zur Verfügung gestellt. Also Werkzeuge und anderes, die sie dort abholen können. Unser Geld wird also direkt in solche Werkzeuge und Hilfsmittel umgesetzt werden. Und wir werden das, so habe ich mal kurzerhand beschlossen, dann dem Michael, unserem vertrauenswürdigen Pächter, und seiner Frau mitgeben. Ich fand das eine prima Idee. Dann dauert das nicht so lange, bis das übers Rentamt dann in einen allgemeineren Topf kommt. Da wissen wir, wo es hinkommt, und werden uns dann entsprechend auch informieren lassen, natürlich. Ich bedanke mich sehr herzlich im Vorhinein. Christoph Brückner war so freundlich, auch die Gage für dieses Konzert für die Flutopfer zur Verfügung zu stellen. Und er hat gleichzeitig noch ein paar CDs, magische Pfeifen, also Magic Pipes, mitgebracht, die Sie gerne für eine kleine Spende dann zusätzlich oder wie auch immer oder stattdessen mitnehmen können. 10 Stück hat er hier vorne liegen. Und ich glaube, jetzt wäre die Gelegenheit, um sich nochmal zu zeigen von hier vorne. Er kommt nochmal, ne? Dass Sie ihn nicht nur hören, sondern auch sehen. Christoph Brückner, Magic Pipes, Herbstein, St. Jakobus, mit Wach auf, mein Herz, und singe, einem Choral-Medley, Lullaby, Klezmer-Marathon aus tiefer Not schrei ich zu dir, dann die tanzenden Pfeifen, ein feste Burg ist unser Gott, wer nun den lieben Gott lässt walten, lobe den Herrn. Also, können Sie gerne mitnehmen. Und dann hat er noch ein bisschen Literatur mitgebracht, wer gerne was liest, speziell über Mozart, ist hier eine Biografie, vermute ich mal, über Mozart, dann ein Buch von Erich Valentin, ebenfalls über Variationen über Mozart, sein Leben, seine Welt, und ein besonders spezielles Buch. Mozart hat nie gelebt. Eine kritische Bilanz. Klingt ja so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber vielleicht ist es deswegen ja auch ganz spannend. Also, die können Sie gerne auch mitnehmen, wenn Sie gerne lesen, was über Mozart, mehr über Mozart erfahren wollen. Mozart und mehr, das war das Konzert vom 4. September 2021. Und ich darf nochmal um herzlichen Applaus für unseren Künstler bitten. Ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihren Besuch. M wie Mozart oder M wie Michael Jackson, was machen wir jetzt? Nächstes Mal, hier ist es. Ach, haben Sie noch? Ja, freilich. Dessert, ja. Genau. Gut. Ja. Also Michael Jackson kommt nochmal. Und die Notenschlüssel darf man auch gerne mitnehmen. Alle Farben hat mit der Wahl nichts zu tun. Ein Witz kann ich jetzt, es ist so traurig, aber das ganze Jahr ist Fasching, weil wir Maske haben.
nee, ich lasse es lieber und jetzt sind die Wahlen, wer weiß, was da noch alles kommt. Wichtig ist, dass der liebe Gott immer dabei ist. Danke. Man in the Mirror, das hat ganz viel, ich weiß nicht, ob Sie den Text kennen, ich habe den mal gelesen, man hat ja immer nur so die Melodien im Kopf. Es ist einer meiner Lieblingslieder, weil ich den Michael Jackson irgendwie super gefunden habe. Er ist ja leider schon gestorben. Dieses Lied Man in the Mirror beschreibt einen Menschen, der sich im Spiegel sieht, so wie wir uns alle morgens früh oder tagsüber auch mal im Spiegel ansehen. Aber das hat einen Hintergrund, nämlich den Hintergrund der Katastrophen in unserer Welt. Der beschreibt da in dem Lied die Straßenkinder und eben auch die Opfer von Natur und anderen Katastrophen in der Welt. Und dann sagt er, guck dich mal an im Spiegel, wen siehst du da? Das ist der Mann, der gefragt ist, um jetzt anzupacken, um Hand anzulegen. Das ist der Hintergrund des Liedes, mal ganz kurz gefasst. Gucken Sie sich mal den Text an im Internet. Ich war ganz überrascht, ich kannte den Text nicht, habe das nie für mich übersetzt gehabt, immer nur die Melodie gehört. Jetzt hören Sie also noch eine Variation zu Man in the Mirror, den Mann im Spiegel oder auch die Frau im Spiegel oder den Jungen und das Mädchen im Spiegel.
Eine Zeile muss ich Ihnen doch noch vorlesen. Ich werde mit dem Mann im Spiegel beginnen, ihn darum bitten, seine Ansichten zu ändern. Und keine Botschaft könnte klarer sein, wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, betrachte dich selbst und ändere etwas. Ich war ein Opfer meiner Selbstverliebtheit. Es wird höchste Zeit zu erkennen, dass da einige sind, die weder ein Zuhause noch einen Cent in der Tasche haben. Kann das wirklich sein? Kann das wirklich ich sein, der sich hier einredet, diese Menschen wären nicht einsam? Eine Weide mit tiefen Narben, ein gebrochenes Herz und ein verblasster Traum. Sie alle folgen dem Wind, weil sie nirgendwo bleiben können. Deswegen fange ich jetzt bei mir an. Ich werde mit dem Mann im Spiegel beginnen, ihn darum bitten, seine Ansichten zu ändern. Und keine Botschaft könnte klarer sein, wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, betrachte dich selbst und ändere etwas. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und danke Ihnen für Ihre Hilfe, was zu ändern für andere, die es dringend und weiterhin bitter nötig haben. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Herzlichen Dank dafür und einen schönen Abend, guten Nachhauseweg. Wie gesagt, CDs und die Bücher zum Mitnehmen bereit und wir gehen dann alle hier zur Seite hinaus, wie gewohnt beim Gottesdienst. Vielen Dank. Fortsetzung folgt.